Gegenwärtig steht das Handlungskonzept Tolerantes Brandenburg vor neuen Herausforderungen. Mit dem sprunghaften Anstieg der Zahl der Flüchtlinge ab 2015 gab es eine große Hilfsbereitschaft vieler Brandenburgerinnen und Brandenburger. Gleichzeitig nehmen Hass und Gewalt zu. Rassistische Tabubrüche gehören zum Alltag. Gerade in den muslimischen Familien wird innerhalb der Familie geheiratet. Und der Vater schwängert die Tochter. Und der Cousin die Cousine und so weiter und so fort. Und das soll frisches Blut für uns sein? Das macht uns krank. Genau das wird gewollt. Und ich würde mal da einen Wink zeigen Richtung Pharmaindustrie. Vielleicht ist dahinter das Interesse, dass die Vermischung stattfindet, damit die Pharmaindustrie ein bisschen Geld verdient, um dann später die Behandlung durchführen zu können. Ich sehe das in dem Fall nicht so, dass da die freiheitlich-demokratische Grundordnung verletzt ist. Das ist seine Meinung und je nachdem, wie die Wähler und unsere Mitglieder das sehen. Die Flüchtlingsproblematik wirkte und wirkt wie ein Durchlauferhitzer für rechtsextreme und rechtspopulistische Positionen. Es ist eigentlich wie immer, dass Rechtsextremisten, Rechtspopulisten versuchen, ganz einfache Antworten auf sehr komplexe Fragestellungen zu geben. Manche sagen ja auch von, ich glaube sogar Gauland hat es selber mal gesagt, dass die Flüchtlingsbewegung fast ein Geschenk war für sie und ihre Sicht auf das Leben. Sie sind in Berlin und wir sind hier. Wir haben die Probleme. Sie kontrollieren nur Ihren Kontostand in Berlin. So, so. Was wollen die hier? Die brauchen hier nicht kommen. In der Nacht zum 25. August 2015 wird ein Brandanschlag auf das geplante Asylbewerberheim in Nauen verübt. 14. April 2018, Demonstration Zukunft Heimat in Cottbus. Solange die illegale Masseneinwanderung andauert und solange die Regierung das eigene Volk nicht ernst nimmt, wird unser Protest nicht aufhören. Bei dem Jubel um den Aufstieg von Energie Cottbus in die dritte Liga traten auf dem Altmarkt in Cottbus Unbekannte in Ku Klux Klan Masken auf und feierten den Aufstieg als Aufstieg des Bösen. In den Jahren ab 2015 standen die Kommunen durch die Aufnahme einer großen Anzahl von Flüchtlingen vor gewaltigen organisatorischen und kulturellen Herausforderungen, die auch mit Verunsicherungen und Ängsten der Bürgerinnen und Bürger verbunden waren. 600 Leute sind unakzeptabel. Unsicherheit und Zukunftsängste sind nicht allein durch die Flüchtlingsproblematik bestimmt. Verunsicherungen erwachsen auch aus einer dynamischen und globalen Gesellschaft. Wir haben steigenden Wohlstand, steigenden Einkommen. Wir haben Arbeitslosenzahlen, die sind traumhaft gering, wenn man sie mit denen in den letzten Jahrzehnten vergleicht. Aber gerade jetzt ist so ein Punkt, wo viele sich klar werden, dass sie unzufrieden sind, dass sie ihre Lebensleistung nicht richtig beachtet sehen. Ich denke, an diese Sachen müssen wir ran. Das Handlungskonzept Tolerantes Brandenburg hat sich für die Aktivierung der Zivilgesellschaft bewährt und hat das Potenzial, um schwierige Herausforderungen zu meistern. Nicht überschreitbare Haltelinien eines demokratischen Konsens müssen formuliert und öffentlich eingefordert werden. Das begründet hohe Qualitätsansprüche an die öffentliche Debatte. Unsere Aufgabe ist, zu berichten, was ist. Was spielt sich ab? Was ist zu sehen? Wie ist es zu interpretieren? Wie ist es zu hinterfragen? Möglichst unabhängig, unabhängig von Parteien, unabhängig von wirtschaftlichen Gegebenheiten. Und dann ganz deutlich trennen Bericht und Kommentar, um den Menschen klarzumachen, ihr bekommt hier erstmal eine Schilderung der Zustände, ihr bekommt da eine Meinung dazu und ihr kriegt vielleicht auch Lösungsansätze. Mir ist die Frage wichtig, ob wir die Menschen, die in diesem Land zu Hause sind, die Mehrzahl mitnehmen können in eine Gesellschaft, die offen und tolerant auftritt, die sich auch über Unterschiede sozusagen nicht beklagt, sondern sie akzeptiert, oder ob wir zurückfallen in eine Zeit, die uns ja sozusagen aus Geschichte heraus gezeigt hat, dass es nicht der richtige Weg ist. Und da geht es mir nicht darum, wer gerade in diesem Land vielleicht auch rechtspopulistisch auftritt oder wer vielleicht gerade auch Flüchtlingsdebatten zu seinen Gunsten nutzt, sondern mir geht es eher darum, adressieren wir an die Gesellschaft das richtige Signal, was wir eigentlich wollen, also positive Ausstrahlung senden und nicht so sehr aus der negativen Sache heraus diskutieren und auftreten.